Winkel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Herr Stohn, ich musste mir gerade noch die Freudentränen wegwischen nach Ihrer Rede. Und ich bin, ja, ich sage Ihnen, Sie haben mich da wirklich zu Tränen gerührt an der Stelle und gerade als Sie über Schauspielerei geredet haben, also der Schauspieler, der hier die Märchen erzählt an der Stelle, das waren heute leider Sie. Aber so ist es. Ihren Applaus brauche ich ganz sicher nicht. Ich will Ihnen, sehr geehrter Herr Woidke, was Ihre neue Koalition anbelangt, so sprechen Sie sich selbst schon ziemlich viel Mut zu. Auffällig viel Mut zu, Herr Ministerpräsident. Schön übrigens, dass Sie alle so schön schon miteinander lachen können. Das ist ja wichtig. Und hoffen wir also, dass auch die Menschen in Brandenburg in den vor uns liegenden Jahren viel zu lachen haben. Herr Ministerpräsident, Sie haben viel und lange geredet, aber kaum etwas Konkretes gesagt. Wie sieht Brandenburg aus, Ihrer Rede zufolge, Herr Ministerpräsident? Man könnte es auf den Punkt bringen, Brandenburg goes to heaven, weil Tesla nicht nur nach Grünheide kommt, sondern auch zum Mars mit eigener Rakete fliegt. Der Mars aber ist weit. Das Leben ist hier, auf Erden, jeden Tag. Sie sprechen von Gewinnerregionen. Viele schöne Worte. Aber wer sollen denn die Gewinnerinnen und Gewinner sein, Herr Woidke? Sie reden einerseits von den klügsten und engagiertesten Menschen aus ganz Deutschland, aus ganz Europa und am besten aus der ganzen Welt, die nach Brandenburg kommen sollen. Und andererseits von vor allem älteren Ostdeutschen, die in ihrem Leben mit Brüchen fertig werden mussten und nun skeptisch gegenüber Veränderungen sind. Aber was bieten Sie diesen Menschen? Man hat den Eindruck, Gewinnerregion wird eher zur Beschwörungsformel für Tesla-Tanz im märkischen Sand. Sie zitieren hier Gewinnerregion. Sie sagen, die Gewinnerregion ist ein Wort, das setzt man nicht leichtfertig in die Welt. Dazu braucht es Mut und Zuversicht. Und das Wichtigste ist Vertrauen. Sie wollten eigentlich sagen, dass diese Marktwirtschaft aus Sicht der Landesregierung etwas sozialer sein könnte. Aber nicht mal diesen Satz haben Sie gesagt. Sie haben nicht einen einzigen Satz zur sozialen Situation in diesem Land gesagt, obwohl die Probleme so groß sind. Und dann haben Sie gesagt, Brandenburg, da will ich hin, denn da kann man Zukunft gestalten. Herr Woidke, Sie redeten davon, dass Sie viel im Land unterwegs waren und noch mehr unterwegs sein wollen. Na dann, machen wir uns beide gemeinsam mal auf eine Reise. Als erstes gehen wir in meine Autowerkstatt, wo wir den Kfz-Mechaniker treffen, der in 2 Jahren in Rente geht. Wenn der Gewinnerregion hört, dann denkt er an blühende Landschaften, dann denkt er an Treuhand, und dann denkt er an seinen Rentenbescheid, der ihm 560 Euro im Monat voraussagt. Er wird Sie fragen, ob Sie überhaupt wissen, wie es sich anfühlt, nach 40 Jahren harter Arbeit eine solche Klatsche von der Rentenversicherung zu bekommen. Und dann schaut er erstaunt und neidvoll auf Tesla. Denn er will seit 5 Jahren eine kleine Nebenhalle bauen und wartet seitdem auf eine Genehmigung. Keine Taskforce hilft ihm, ihm und vielen, vielen anderen auch nicht. Aber dem mächtigen Tesla-Konzern, der anders als mein Kfz-Mechaniker bisher nicht einen einzigen Cent Steuer gezahlt hat und auch nur einen Arbeitsplatz geschaffen hat. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, ich will nicht, dass Sie mich missverstehen an der Stelle. Natürlich begrüßen wir eine solche große Investition, denn diese Investition ist übrigens nicht vom Himmel gefallen und Herr Musk hat nicht darauf gewartet, dass Herr Redmann mit in die Landesregierung kommt, sondern diese Investition von Tesla ist natürlich auch Ergebnis von rot-roter Politik in den letzten Jahren. Aber ein Problem, na zumindest von linker Politik, dass die SPD lacht, ist auch klar. Ich will Ihnen sagen, wissen Sie, was jetzt der Unterschied ist, Herr Breetz, ist, dass wir zumindest deutlich machen werden, dass Herr Musk nicht denken soll, dass Brandenburg hier zum Wilden Osten wird und er hier Wilder Osten spielen kann. Arbeitsplätze darf es nur noch mit guten Löhnen und guten Arbeitsbedingungen geben, anders als bei ihm zu Hause. Und dafür tragen wir hier alle direkt Verantwortung. Herr Stohn, ich nehme Sie auch gerne mit. Also, dann fahren wir jetzt mit Herrn Stohn und mit Herrn Woidke gemeinsam nach Frankfurt-Oder. Und da treffen wir die alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern. Ein 4 Jahre altes Kind, ein 8 Jahre altes Kind. Sie arbeitet dort im Callcenter. Und Sie, diese junge Mutter, hat Sie gewählt, Herr Woidke. Und wissen Sie warum? Weil Sie, Herr Woidke und Ihre SPD versprochen haben, kostenlose Kitas. Und zweitens,
kostenloses Mittagessen an den Schulen. Und was sagen Sie dieser Frau jetzt? Kostenlose Kitas? Vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht nur ein Jahr. Mal schauen. Mittagessen Fehleinzeige. Aber kein Problem, denn dafür gibt es ja jetzt Noten in den Klassen 1 und 2. Herzlichen Glückwunsch. Davon wird zwar kein Kind satt, aber die CDU kann lachen. Glückwunsch. Und diese Mutter wird Sie fragen, Herr Ministerpräsident, ob Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man den Briefkasten nicht mehr aufmachen will, aus Angst, weil da sowieso nur noch Mahnungen und Rechnungen drin sind, die sie nicht bezahlen kann. Davon, Herr Ministerpräsident, gibt es Tausende in diesem Land. Was haben Sie denen zu sagen? Und dann gehen wir zu meinem Neffen. Der ist jetzt 15 Jahre alt und hört Ihren Satz, dass man hier Zukunft gestalten kann. Dann schaut er sich die Zukunft mal konkret an. Will hier in Brandenburg eine Ausbildung machen oder ein Studium. Seine Freunde in Westdeutschland, die lachen auch, weil die nämlich 600 Euro im Monat brutto mehr bekommen für denselben Beruf als er. Und dann hört er im Radio, dass BASF in Brandenburg investieren könnte, was wir auch begrüßen. Aber die Begründung, die lässt ihn tatsächlich zweifeln. Denn die Begründung, die wir zumindest gestern lesen konnten, war, dass man nach Brandenburg kommen könne, weil es hier geringere Lohnkosten für den Konzern als in Westdeutschland geben würde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Reklame für das Billiglohnland Brandenburg hatten wir doch schon mal. Das hat uns genau in soziale Schieflagen geführt. Das hatten wir 10 Jahre lang, als es die angeblich große Koalition aus SPD und CDU hier gab. Ich habe gehofft, die SPD hat daraus gelernt. Ich hoffe, es bleibt dabei. Machen Sie keine Reklame für Billiglohnpolitik. Lassen Sie die CDU erzählen. Aber bleiben Sie dabei. Wir brauchen gute Löhne in diesem Land und nicht erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, sondern möglichst zügig und schnell. Es ist eben nicht so, lieber Herr Ministerpräsident, dass die Zeiten der schlechten Löhne vorbei sind. Immer noch arbeitet jeder dritte Brandenburger im Niedriglohnbereich. Jeder zweite junge Mensch arbeitet befristet. Das sind auch Tausende. Und was sagen Sie denen? Ich sage Ihnen mal, was ich dazu lese in Ihrer Rede. Sie reden von Zusammenhalt, da ist der, Sicherheit ist da und Nachhaltigkeit soll da sein. Und wo ist die Gerechtigkeit? Wo ist die Gerechtigkeit, lieber Herr Sturm? Lieber Herr Woidke, in Ihrer Rede kommt das Wort ganze 3 Mal vor. Und dann auch noch, nur noch in Bezug auf Finanzpolitik. Chancengerechtigkeit sagen Sie auch an einer Stelle. Sie behaupten, Sie hätten eine Vielzahl von Vorhaben, Maßnahmen, Projekten und Ideen. Die hätte ich übrigens heute mal gehört. Aber wenn es dann um konkrete Maßnahmen geht, dann nennen Sie an allererster Stelle die Neuverschuldung von 1 Milliarde Euro. Das ist schon bemerkenswert. Und dann sagen Sie, dass das kein Widerspruch wäre zu nachhaltiger Finanzpolitik. Lieber Herr Woidke, unser ehemaliger Finanzminister Christian Görke hat nicht ohne Widerstand in den letzten 10 Jahren fast 1 Milliarde Euro Schulden abgebaut. Und nach 10 Jahren haben Sie keine neue Idee, setzen sich ja tatsächlich am Ende Ihrer Koalitionsverhandlungen zusammen und dann kommt der Vorschlag, wir machen mal 1 Milliarde Investitionspaket. Das hatten wir schon bei der letzten Plenum. Und Sie haben bis heute kein konkretes Projekt genannt, was tatsächlich zusätzlich ist. Und deshalb sage ich Ihnen ganz deutlich, dieses Projekt zeigt doch Ihre Ideenlosigkeit für dieses Land. Und was soll denn der Zukunftsinvestitionsfonds bringen? Herr Woidke hat es mir ja schon gesagt, Herr Breetz. Warten Sie mal, hören Sie mal zu, wenn Sie vorhin nicht zugehört haben. Das kommunale Investitionsprogramm soll davon finanziert werden, hat Herr Woidke heute gesagt. Hatten wir das nicht schon in der letzten Legislaturperiode? Haben wir es nicht schon? Was ist denn da tatsächlich zusätzlich an der Stelle? Dann, es wird ja noch besser, Herr Breetz, ganz in Ruhe. Dann, das nächste Beispiel ist dann, was soll aus diesem Zukunftsinvestitionsprogramm finanziert werden, was zusätzlich sein soll, was dieses Land nach vorne bringen soll und dass die Märchen, die Herr Stohn erzählt, auch tatsächlich wahr werden. Was kommt als nächstes? Die Kofinanzierung von Bundesmitteln. Verdammt kreativ, liebe Koalition. Wirklich, herzlichen Glückwunsch. Und dann sagt Herr Woidke, er will Funklöcher schließen. Das Programm, auf das er sich bezieht, ist übrigens aus der letzten Legislaturperiode. Also auch da wird es keine Finanzierung geben. Und Herr Woidke, Sie haben oft genug auch im Wahlkampf und auch viele andere Parteien haben gesagt, und das wissen Sie auch, wir können noch 1 Milliarde für neue Funkmasten ausgeben, obwohl es gar nicht unser Job ist. Ja, wir machen den Job von privaten Konzernen, die 20 Milliarden Euro Umsatz machen. Bauen wir denen für 2/3 Kofinanzierung die Funkmasten? Und
Ich sage Ihnen, das Mobilfunkproblem in diesem Land, dass Herr Stoh Netflix bekommt auf dem Handy, dass die Leute kostengünstig oder besser bei Amazon ihre Geschenke bestellen sollen, wobei ich besser finden würde, dass sie nicht bei Amazon bestellen, sondern wirklich mal vor Ort einkaufen gehen, Herr Stoh. Das Einzige, was helfen würde, wäre tatsächlich das nationale Roaming. Um Ihnen das zu erklären, vielleicht nehmen Sie es mit, Herr Stoh, das wäre eine Idee von uns, hatte Herr Woidke auch im Wahlkampf schon öfter gesagt, na, das ist doch gut, dann setzen Sie so um. Lassen Sie mich trotzdem erklären, vielleicht hat es noch nicht geholfen. Sie sind die D1-Kunde. Ja? Und dann kommen Sie, sind Sie irgendwo, wollen Netflix gucken und dann sehen Sie, ich habe keinen Empfang. Gleichzeitig ist es aber so, dass das D2-Netz, damit könnten Sie Netflix gucken. So, und was machen wir dann? Was könnten wir machen? Wir könnten endlich dafür sorgen, dass die Konzerne endlich mal ihre Verantwortung wahrnehmen. Das, was in Osteuropa überall möglich ist. Überall möglich ist. Wissen Sie, was sie machen? Die verpflichten die Konzerne, dass sie auch anderen Kunden aus anderen Netzen dieses Netz zur Verfügung stellen. Und das hat was mit Mut zu tun, wenn sie das endlich mal machen würden. Und dann, ideenreicher ist übrigens auch nicht der Koalitionsvertrag. Ich verstehe es ja. Sie sagen ja, Sie waren ja die schnellste Koalitionsvereinbarung und so weiter und so fort. Am Ende gab es Smoothies, war auch schön zu sehen. Und, nee, gar nicht tatsächlich. Aber ich sage Ihnen, ideenreicher ist übrigens auch nicht der Koalitionsvertrag, weil immer da, wo es konkret wurde, gibt es Prüfaufträge. 55 Prüfaufträge. Und entschuldigen Sie bitte, wissen Sie, was ich eigentlich heute erwartet habe? Aber wenn man sich die 55 Prüfaufträge anschaut, wundert es einen ja auch nicht. Sie kriegen es ja nicht mal fertig, ein 100-Tage-Programm aufzuschreiben, wo Sie alle Ihre Ideen mal ganz konkret, erste Schritte, das würde uns doch schon reichen, da würden wir Sie auch gerne unterstützen. Aber das, was Sie machen, Sie bauen hier jahrelange Wunschkonzerte auf und dann werden wir in 5 Jahren hier sitzen und werden sagen, oh, wir haben 1 Milliarde mehr Neuschulden, aber wirklich passiert ist hier nichts. Und deshalb, Sie haben nicht mal ein 100-Tage-Programm auf die Reihe bekommen, sondern was Sie haben, sind zu prüfende Maßnahmen und ein bunter Dschungel aus Strategien. Herzlichen Glückwunsch, liebe Kenia-Koalition. Diese Koalition wird eben dem nicht gerecht, was nötig ist. Viele Menschen lesen jeden Tag, was Sie ihnen sagen, Herr Ministerpräsident, dass die Arbeitslosigkeit so gering ist wie nie, dass die Renten steigen und jetzt Investitionen wie nie in das Land fließen. Ja, die Statistiken sind gut, aber das Leben ist eben immer konkret. Und da gibt es noch viel zu viele Menschen, die anscheinend in den Überschriften und in ihren Statistiken nicht vorkommen. Und das ist die Wahrheit und das muss man hier auch deutlich sagen. Sie erklären der alleinerziehenden Mutter, dem vor der Rente stehenden Kfz-Mechaniker, meinem Neffen, dass sie Lebensmittel nicht mehr billig bekommen. Richtig. Wir wollen nicht, dass die Landwirtschaft kaputt geht wegen den billigen Preisen. Aber dann müssen wir auch dafür sorgen, dass mein Neffe, dass mein Kfz-Mechaniker von 560 Euro Rente, dass die alleinerziehende Mutter auch tatsächlich das Geld hat, um das ordentlich zu investieren, dass sie tatsächlich das Geld hat, eben gute Lebensmittel zu kaufen und eben nicht tatsächlich wieder ein neues Finanzproblem bekommt. Und ich sage Ihnen das ganz ehrlich, ich habe heute das Gefühl, dass Sie deren Verbitterung, deren Enttäuschung und deren Sorgen nicht hören. Stimmt? Sie sprechen oder Sie wollten sprechen von einem Rauschen in der Leitung. Sie haben von Sender und Empfänger einer brandenburgischen Politik geredet, die derzeit anscheinend nicht zusammenkommen oder zu wenig zusammenkommen. Aber wissen Sie, Herr Woidke, Sie gehen dabei davon aus, dass es die Bürgerinnen und Bürger sind, die durch dieses Rauschen die Politik nicht richtig wahrnehmen. Ich denke, es ist umgekehrt. Sie sind es, der durch das Rauschen die Bürgerinnen und Bürger nicht richtig wahrnimmt. Das Rauschen liegt bei Ihnen, Herr Woidke. Und das ist die Lage, wenn man über Kommunikationsprobleme in der brandenburgischen Politik spricht. Es rauscht eben so einiges jetzt schon an dieser angeblichen Kenia-Koalition vorbei. Das Wahlergebnis vom 1. September ist ja nicht deswegen so ausgefallen, wie es ausgefallen ist, weil die Wählerinnen und Wähler endlich eine Koalition haben wollten, wo 3 Partner viel miteinander lachen können. Oder weil es die AfD gibt. Wir alle, meine Damen und Herren von SPD, CDU und Grünen, haben doch eine Lehre erteilt bekommen. Wir alle müssen doch lernen, dass unsere bisherige Politik nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Dass sie eben nicht die Gewissheit vermittelt. Bleiben Sie mal ganz entspannt, zu Ihnen komme ich gleich noch. Wir alle müssen doch lernen, dass unsere bisherige Politik nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, dass sie eben nicht die Gewissheit vermittelt, dass man damit die Anforderungen von heute und morgen packt und dass man der Zukunft gerecht werden kann. Dass Politik in diesem Stil, wie wir sie bisher gemacht haben, kein Vertrauen schafft. Das ist doch das Problem. Nicht, dass die Leute zurück wollen in Mief und völkischen Aberwitz oder zurück in die 30er Jahre, sondern wir haben jedenfalls begonnen, daraus unsere Lehren zu ziehen als Linke.
Menschen glauben nicht daran, dass es in ihrem Interesse vorangehen wird, anders als bisher. Deswegen mauern sie sich ein. Wir müssen ihnen wieder Sicherheit geben, Dinge ansprechen, die 10 Jahre nicht angesprochen worden sind. Klare Kante heißt, die wirklichen Probleme ansprechen. Was vor uns liegt, wird nur funktionieren, wenn es Sicherheit gibt, wie Herr Voigt gesagt hat, aber vor allem soziale Sicherheit, und die muss konkret sein und nicht irgendwo in der Zukunft liegen. Was schlussfolgern wir daraus? Wir schlussfolgern daraus, dass wir einen handlungsfähigen Staat brauchen. Und der handlungsfähige Staat bedeutet die Rückerlangung des Öffentlichen, nicht mehr und nicht weniger. Auch Sie alle müssen doch sehen, egal ob bei den Funkmasten, egal ob bei der Krankenhausversorgung, egal ob bei den Bussen, egal ob beim Straßenbau, dass der Spruch, der Markt regelt eben alles, eben schon lange nicht mehr trägt. Der Markt regelt doch nur eines, die Profite von ganz wenigen auf Kosten ganz vieler. Und das sehen wir jeden Tag in den Pflegeheimen in diesem Land, das sehen wir jeden Tag in den Krankenhäusern in diesem Land und auch in Kultureinrichtungen dieses Landes. Und deshalb stellen wir immer noch die Frage, und das muss auch die Frage sein, wenn wir auf die dynamischen Entwicklungen und den Wandel, den Herr Voigt angesprochen hat, tatsächlich auch reagieren wollen, dann wird es darum gehen, die Frage zu stellen, wem gehört das Land? Und es gibt Bereiche, mit denen darf man keinen Profit machen. Weder mit Gesundheit, noch mit Bussen, noch mit Bahnen oder mit Wohnen. Wir müssen die Dinge selbst wieder in die Hand nehmen, um Zukunft gestalten zu können, um sie zu sichern in allen Regionen. Weil öffentliche Daseinsvorsorge sichert man nicht mit Regionalbeauftragten, denen man 100.000 Euro in den Koffer packt und die dann mal einmal im Jahr rumlaufen und irgendwelche Vereine glücklich machen, sondern öffentliche Daseinsvorsorge in allen Regionen sichert man eben dadurch, dass man sie selber in die Hand nimmt und das auch tatsächlich ausfinanziert und ordentlich ausfinanziert. Und wir unterstützen Sie dabei. Wir unterstützen Sie dabei, wenn Sie ernsthaft die Dinge selbst in die Hand nehmen und auch sich sicher sind, dass wir das auch können. Auch helfen eben auch an dieser Stelle keine Überschriften, sondern nur handlungsfähige Politik. Und dazu, Herr Voigt, bräuchte man Mut und störungsfreie Leitung. Wenn es um diese wirklichen Dinge geht, können wir auch gern zusammenarbeiten. Aber nicht so, wie Sie es heute in Ihrer Rede dargestellt haben. Ich kann verstehen, dass Sie die Leute im Land motivieren wollen. Das können und wollen wir nur unterstützen. Aber es fehlt uns an konkreten Projekten. An der richtigen Stelle, mit wirklich sozialer Substanz. Das ist ziemlich schade und eigentlich gar nicht so zum Lachen. Sie appellieren viel, benennen Absichten, aber dann kommt erst einmal eine Weile nichts und dann etwas Dünnes. Überschriften, hinter denen bereits nach einer Woche immer weniger steht. Dafür immer mehr Fragezeichen. Ich habe ja am Anfang gedacht, auch bei Tesla und auch bei anderen Bereichen, dass Sie die Karten, die Sie in der Hand haben, einfach nicht auf den Tisch legen wollen, weil Sie da noch Geheimverhandlungen haben oder Dinge. Das könnte ich auch verstehen, das hat was mit seriöser Politik zu tun. Aber ich habe immer mehr das Gefühl, Sie haben gar keine Karten in der Hand. Und ich kann nur hoffen, dass Sie an dieser Stelle noch ein paar Asse im Ärmel haben, weil sonst tatsächlich enttäuschen Sie Hoffnung und das wollen wir hier alle nicht. Und dann konnten wir gestern erleben, dass es mittlerweile so viele Investitionsankündigungen gibt wie noch nie. Und das ist tatsächlich so spannend und das sind so viele Investitionen, dass nicht mal in Ihrer Regierung klar ist, wer sich denn nur als Erster damit brüsten kann. Fangen Sie mit konkreter Politik an und hören Sie mit diesen ganzen PR-Kampagnen der letzten Woche und auch heute endlich auf. Die Jagd nach Überschriften hilft niemandem in diesem Land und das haben wir tatsächlich in den letzten Jahren deutlich anders gemacht, als wir noch gemeinsam in einer Koalition waren. Und ich sage Ihnen auch, wir könnten auch anders. Wir könnten auch anders in diesem Land. Ich will Ihnen das sagen. Die Leute warten seit 30 Jahren auf gerechte Löhne und auf Anerkennung. Wir könnten jetzt, davon haben Sie keine Ahnung, bleiben Sie mal ganz entspannt. Ja, Ihr Fraktionsvorsitzender war doch noch in Bayern. Also, jetzt könnten wir Tarif... Ich rede nicht mit Nazis. Ich sage Ihnen deutlich, wir könnten jetzt die Tariftreueregelung einführen. Jetzt. Da brauchen wir nicht 2 Jahre Planung. Brauchen wir nicht. Machen andere Bundesländer auch. Wir könnten jetzt
den Vergabemindestlohn auf 13 Euro erhöhen. Wir könnten jetzt dafür sorgen, dass die Menschen nicht nur hinter schönen Fassaden leben, sondern dass sie sich das auch leisten können. Und dazu gehört eben auch ein Mietendeckel. Und daher, Woidke, ist Ihnen ja inzwischen auch die eigene Partei schon davon gelaufen. Vielleicht weiß es ja die Fraktion. Gott sei Dank hat der Bundesparteitag den Mietendeckel beschlossen. Er wird auch Zeit in Brandenburg, dass wir ihn endlich hier einsortieren, weil dieses Gequatsche oder entschuldigen Sie bitte, das Gerede davon, dass immer nur mehr bauen, bauen, bauen helfen würde. Ja, mein Gott, Leute, das versuchen die in Berlin seit 20 Jahren und wir sind genau in dieser Situation. Und jeder normale Forscher sagt dir, dass es nicht funktionieren wird, einfach nur mehr zu bauen. Guckt euch doch die Neuvermietungspreise an. Guckt sie euch doch einmal an. Die liegen doch selbst in Eberswalde bei über 9 Euro. Bei über 9 Euro. Und ihr erzählt, dass das die Lösung ist. Das ist tatsächlich wirklich lächerlich und geht eben tatsächlich auch an dieser Stelle bei den konkreten Problemen vorbei. Und dann sagen Sie, Sie wollen Grund und Boden der Spekulation entziehen. Sehr schön. Warum warten wir darauf so lange noch? Ich meine das wirklich ernst. Wir als Linksfraktion wären dabei, dieses Land wirklich sozial gerecht zu gestalten. Dann lassen Sie es uns doch jetzt tun, weil jetzt stehen die Fragen. Wir können nicht noch mal Jahre warten, bis wie in Sachsen Aldi kommt und auf einmal 30.000 Hektar kauft. Weil sie und damit spekulieren will. Also lassen Sie uns da tatsächlich miteinander arbeiten und lassen Sie uns da aufs Tempo drücken. Und dann sage ich Ihnen ganz klar, das wird Sie nicht überraschen. Wir haben in der Kita-Frage tatsächlich zwei Dinge zu klären. Und da werfen Sie uns nicht nur vor, dass es um die Beitragsfreiheit geht. Ja, uns geht es um die Beitragsfreiheit. Die Beitragsfreiheit sofort und für alle. Weil alles andere, was Sie hier rumdoktern werden, wird auch den Kommunen nicht helfen. Wir brauchen eine Überarbeitung des Kita-Gesetzes, möglichst schnell in den nächsten Jahren. Und das Ergebnis muss sein und sehr schnell sein, dass wir die Kommunen entlasten, indem wir die Beiträge erlassen und damit auch kein Heckmeck mehr haben und keine Schwierigkeiten mehr haben bei der Abrechnung. So könnten wir konkret den Kommunen helfen. Und dann geht es natürlich darum, dass die Bemühungen, die die Landesregierung hier bei Tesla hat, die sind wichtig und auch gut. Aber ich will Sie wirklich bitten, legen Sie offen, was Sie wirklich wissen und stimmen Sie sich untereinander ab. Und an der Stelle will ich auch tatsächlich sagen, es geht auch darum, dass wir bei allen großen Ankündigungen, auch den kleinen und mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern helfen. Und da geht es eben auch darum, dann lassen Sie uns gemeinsam eine Taskforce gründen, die sich auch um Genehmigungsverfahren kümmert für kleine und mittelständische Unternehmen, die dann auch tatsächlich Planungsverfahren vereinfacht, weil dann können Sie mit Ihrer 1 Milliarde machen, was Sie wollen, das werden Sie gar nicht ausgeben können, weil nämlich gar keiner die Investition umsetzen kann. Das habe ich ihm aber auch schon das letzte Mal erklärt. Und das Wichtigste ist auch tatsächlich, und das muss ins Zentrum kommen, jede Entwicklung, egal ob die Digitalisierung, die weitere Globalisierung, wissen Sie, wie wir die klären können? Wie wir den Leuten Sicherheit geben können? Wenn wir tatsächlich Solidarität in den Vordergrund stellen und die soziale Frage klären. Das ist doch die Grundlage. Das ist doch die Grundlage, dass die Menschen natürlich bereit sind zu Veränderung, bereit sind, auch die Digitalisierung anzugehen. Aber dass es darum gehen muss, tatsächlich hier Sicherheit zu geben, das geht nur mit guten Tarifverträgen, das geht nur mit der Sicherheit, dass es meinen Kindern mal besser geht, als es mir heute geht. Das war doch mal das Versprechen, das war doch mal das Selbstverständliche. Und dann lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir das Selbstverständliche wieder selbstverständlich machen. Gemeinsam, da werden wir Sie unterstützen. Und es geht eben darum, dass man eben nicht mehr Angst haben muss vor jeder Rechnung, die kommt. Es geht eben darum, dass man nicht bei der noch so kleinen, ungeplanten Ausgabe ängstlich prüft, ob man die sich leisten kann. Oder wenn die Klassenfahrt der Kinder zu teuer wird. Und deshalb, wenn wir über Kinderarmut reden, müssen wir auch an dieser Stelle immer wieder deutlich machen, Kinderarmut folgt aus Elternarmut. Und deshalb gilt es, ganz deutlich zu bekämpfen. So, und wenn ich über Solidarität rede, dann muss ich auch über Spaltung reden. Und jetzt sind Sie endlich dran. Wissen Sie, Herr Kalbitz, ich habe ja die Reden in den letzten 5 Jahren hier immer verfolgt. Und immer dieselbe Leier. Man könnte ja fast sagen, es ist dieselbe Platte seit den 30er Jahren. Es ist immer dasselbe. Und das ist es eben. Sie haben keine Antwort auf die Fragen der Zeit. Und durch Ihre Politik, Sie haben doch nicht einen einzigen Satz gesagt. Erklären Sie doch mal, wie wird durch Ihre Politik die Kellnerin nur einen einzigen Cent pro Stunde mehr verdienen? Wie wird die Kellnerin einen Cent mehr verdienen? Keine Antwort. Wie wird nur ein einziger Bus mehr fahren durch Ihre Politik? Wie wird nur ein einziges Krankenhaus erhalten werden durch Ihre Politik? Nee, wissen Sie, was Sie machen?
Sie erzählen die ganze Zeit, dass man einfach alle Ausländer abschiebt und dann ist alles gut. So, und dann reden Sie doch mal. Wer soll Sie denn mal pflegen, Herr Kalbitz, im Krankenhaus? Wer soll Sie denn mal pflegen? So schnell Ihre Familienpolitik ist sie nicht. Also an dieser Stelle sage ich ganz deutlich, das ist tatsächlich das Problem. Sie haben hier gequatscht über Wende 2.0, aber Sie haben kein Angebot in der Sache. Sie helfen niemandem und deshalb sind Ihre Vorschläge oder Ihre Reden hier deutlich auch von uns weiter abzulehnen. Und dann komme ich auch zum Thema Bildung. Und darüber wird tatsächlich nicht geredet. Bildungserfolg in Deutschland ist so abhängig vom Geldbeutel der Eltern wie in keinem anderen Land. PISA hat gezeigt, nicht die Spitzen sind unser Problem, sondern die sozial Benachteiligten. Dafür haben wir immer wieder Konzepte vorgelegt, die an den Sozialdemokraten gescheitert sind. Aber erinnern Sie sich und fragen Sie uns. Dass wir Lehrer brauchen, Herr Woidke, wissen wir. Dass wir Kita-Erzieher brauchen, wissen wir. Aber die Frage ist doch auch, wie wir sie schaffen. Und da hätte ich schon erwartet, dass wir darüber reden, wie können wir die Ausbildungsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher verbessern. Reden wir über Ausbildungsvergütung, machen wir es praktisch, schaffen wir die Schulgelder ab in diesem Land. Das wäre tatsächlich praktisch gewesen, aber keine Sorge, auch da werden wir helfen. Und wenn wir dann darüber reden, nach jeder PISA-Studie, nach jeder Betrachtung, wird dann immer wieder gesagt, das Problem der Bildung in Deutschland ist dadurch zu lösen, indem es längeres gemeinsames Lernen gibt. Davon ist im Koalitionsvertrag überhaupt keine Rede mehr. Ja? Und das ist doch tatsächlich das Problem, dass Sie nichts mehr dazu sagen und damit wieder nichts gegen die Schwierigkeiten im Bildungsbereich tun, sondern die Spaltung weiter verschärfen zwischen Arm und Reich in diesem Land und schon bei den Kindern anfangen. Und auch zu den ländlichen Regionen sage ich Ihnen schön, dass Sie die Ergebnisse der Enquete-Kommission umsetzen wollen. Hoffentlich wird es dann nicht der 56. Prüfauftrag. Und deshalb werden wir jetzt auch, um das weiter zu befördern, hier die Enquete-Kommission für die Landwirtschaft einrichten, um sie dort auch eben zu unterstützen. Und auch zur Energiepolitik, Strukturwandel, Lausitz und zum Klimapaket haben Sie viel Richtiges heute gesagt. Und ich sage Ihnen aber trotzdem, und darauf müssen wir gemeinsam achten, Strukturwandel und starke Regionalpolitik sind mehr als die Lausitz. Und ich sage Ihnen, wenn Sie sagen, es muss jetzt zum Strukturstärkungsgesetz kommen, es muss zum Kohleausstiegsgesetz kommen, dann bitte ich Sie, nutzen Sie Ihre heißen Drähte nach Berlin in die Große Koalition. Nutzen Sie. Sie haben eine Bundestagsabgeordnete in Ihrer Landtagsfraktion, ist leider heute nicht da, hätte sie sonst gerne begrüßt. Vielleicht kann sie ja da tatsächlich helfen, das wäre ja noch viel schöner. Und beim Strukturwandel geht es tatsächlich darum, Herr Woidke, wie Sie gesagt haben, auch gemeinsam Identitäten zu entwickeln. Aber wissen Sie, wie man keine Identität entwickelt und wie man nicht dafür sorgt, dass es auch zu einer guten Entwicklung kommt und zum guten Strukturwandel gemeinsam mit den Menschen? Ich sage Ihnen, das schafft man nicht, wenn man tatsächlich Klimaleugnern eine Bühne bietet mit 40.000 Euro Steuergeldern. Da sage ich Ihnen ganz deutlich, das ist wirklich ein Problem oder zumindest Klimawandel-Zweifler hier an der Stelle gegen jegliche Vernunft hier 40.000 Euro ausgibt. Die 40.000 Euro hätten die Vereine und Verbände direkt in der Lausitz wirklich gebraucht, die wirklich gute Projekte für den Strukturwandel machen. Und deswegen lassen Sie uns gemeinsam hier den Lausitzfonds nochmal überprüfen und wieder Gelder übergeben werden. So wie das hier stattfindet, geht es nicht. Und bei aller Umweltpolitik sage ich Ihnen auch, dass am Ende Umweltverschmutzung nicht zum Privileg derjenigen werden darf, die es sich leisten können. Das ist eben keine Klimapolitik, die die Welt rettet. Deswegen lassen Sie uns gemeinsam vorsichtig sein, wenn wir über Belastungen für die Menschen in diesem Land reden, wenn wir über Belastungen für die Pendlerinnen und Pendler reden. Weil die fragen sich doch auch, warum muss ich als Pendler die ganze Zeche zahlen, obwohl die Konzerne die ganze Zeit die Party hatten und sich rausgestohlen haben aus ihrer Verantwortung. Deshalb an der Stelle lassen wir uns gemeinsam eine ordentliche Klimapolitik machen, weil sonst haben wir neben dem Klimakipppunkt oder bevor wir den Klimakipppunkt haben, einen sozialen Kipppunkt und dann kämpfen wir gegen den Klimawandel, aber keiner macht mit, weil sich keiner leisten kann und das müssen wir verhindern. Und der Klimakipppunkt oder der soziale Kipppunkt ist auch dadurch immer näher gerückt, indem 40 Familien in Deutschland mehr als 50% des gesamten Reichtums besitzen. Und das ist tatsächlich demokratiegefährdend an dieser Stelle.
Deswegen rufe ich die SPD an der Stelle auf, machen Sie ernst nach Ihrem großen Bundesparteitag, nach Ihrer angeblichen Linkswende. Wir laden Sie ein, lassen Sie uns tatsächlich die Umverteilung von unten nach oben stoppen und lassen Sie uns wieder so machen, dass es gerecht wird, dass die, die mehr haben, auch mehr Lasten tragen müssen. Und das muss auch hier in der Landespolitik deutlich werden. Wir sind an Ihrer Seite, Herr Ministerpräsident, wenn Sie die Menschen im Land im Blick haben, wenn Sie den Mut haben, ganz konkret jetzt für die Menschen etwas zu verändern, und auch an Ihrer Seite, das will ich hier ganz deutlich betonen, wir sind auch an Ihrer Seite, wenn es um die Verteidigung dieser Demokratie, unserer Verfassung und der Freiheit geht. Wir sind an Ihrer Seite. Wir sind an Ihrer Seite, wenn wir die Gefahr von rechts, den Terror und deren Beifallklatscher auch hier in diesem Haus gemeinsam Kante zeigen. Das ist wichtiger denn je. Wir sind aber nicht an Ihrer Seite, wenn Sie sich drei neue Staatssekretäre berufen und damit drei Staatskanzleien machen und sich darüber zu freuen, wie schön Sie in der Koalition miteinander lachen können. Ich sage Ihnen das, Ihr früherer Staatskanzleichef Herr Gorhold gestern hat etwas ganz Wesentliches Ihnen mit auf den Weg gegeben. Um den Schwachen zu helfen, muss man selber stark sein. Wir, meine Damen und Herren, wir werden stark sein. Rechnen Sie mit uns, bauen Sie auf uns, wenn es um Solidarität und Gerechtigkeit geht. Vielen herzlichen Dank.